Asterix im Land der Götter. Die unbeugsamen Gallier sind wieder da, um zum ersten Mal mit einem komplett 3D-animierten Abenteuer die Kinoleinwände zu erobern. Und darin dürfen Asterix und Obelix natürlich wie immer Wildschweine jagen und Römer verkloppen. Aber sie müssen sich auch gegen Cäsar zur Wehr setzen, denn der möchte die Gallier zu Römern machen und ihr Dorf zerstören. Asterix wird diesmal von Milan Peschel, Obelix von Charlie Hübner gesprochen. Eine Ehre, auf die die beiden ganz besonders stolz sind. Das ist ja wie ein Ritterschlag eigentlich. Ja. Ne? Sam, also Ritterschlag. Und Obelix ist auch tatsächlich immer meine liebste Figur gewesen. Weil das hat wahrscheinlich mit mir zu tun, dass ich mich da auch immer wieder gefunden habe. Cäsars Plan, eine Trabantenstadt für reiche Römer um das gallische Dorf errichten, um so dessen unbeugsame Bewohner von deren Lebensart zu überzeugen. Doch dafür müssen ganz schön viele Bäume gefällt werden. Eine Tatsache, die den Galliern allerdings gar nicht gefällt. Und deshalb tun sie auch alles in ihrer Macht Stehende, um den Bau der Stadt erstmal zu verhindern. Unglaublich. Hast du gesehen, Obelix? Wie können Eichen so schnell wachsen? Ich weiß nicht, wie schnell wachsen Eichen denn sonst? Ich finde es einfach herrlich, dass es einen gibt, der schlau und mutig ist und einen, der sozusagen ihm tatkräftig zur Seite gibt. Ich finde super, dass es Miraculix gibt, der in den heimischen Buchenwäldern Kräuter findet, die uns übersinnliche Kräfte verleihen, also uns mega stark machen. Und ich finde das ja wirklich so eine Insel der Freien da, die da haben, dieses gallische Dorf. Aber die Römer sind zäh und lassen sich nicht abwimmeln. Deshalb beschließen die Gallier, deren Sklaven mit etwas Zaubertrank zur Flucht zu verhelfen, damit der Spuk ein Ende hat. Doch die verbünden sich plötzlich mit den Römern und bauen die Trabantenstadt in Windeseile auf. Wir werden nicht seelenruhig weiter dabei zusehen, wie ihr unseren Wald zerstört. Zieh deine Männer ab, wir kommen wieder und dann ist ja aber Schicht im Schacht. Hatten jetzt alle vom Zaubertrank? Da hilft nur eines. Alles auf eigene Faust wieder zum Einsturz bringen. Ein Plan, der allerdings nicht aufgeht, denn mittlerweile sind Zivilisten angereist, die dort einziehen möchten. Gruppe 44, mir nach. Auch eine Volkstanzgruppe, um uns die Wartezeit zu verkürzen. Ein kleiner Snack wäre mir lieber gewesen. Die Gewalt in den Filmen, das ist ja eine Comic-Gewalt auch. Also deswegen, also das, und außerdem werden ja immer die Eindringlinge verkloppt. Ne? Also und das Dorf natürlich untereinander, das gehört damit dazu zur Streitkultur, dass man sich auch mal den Fisch über die Rübe zieht. Und das ist ja in Ordnung. Weil die Gallier jedoch jegliche Gewalt gegen Zivilisten strikt ablehnen, versuchen sie erstmal, sich mit der Situation abzufinden. Und dabei stellen sie schon bald fest, dass es sich durchaus lohnen kann, mit den Römern Geschäfte zu machen. 40 Sesterze. Kauf ich, danke. Vier frisch. Cäsar scheint also gewonnen zu haben. Das passt Asterix allerdings gar nicht. Er muss sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um seine Freunde wieder vom Gegenteil zu überzeugen und die Zerstörung des Dorfes durch die Römer abzuwenden. Ja, Asterix macht seine Schlauheit aus, ne? Dass er schlau ist und eben, dass er hat ja auch wie so einen Beschützerinstinkt. Das macht ihn so besonders und sympathisch. Und er kämpft für diesen Ort der Freiheit total, ne? Er ist ein Held. Asterix im Land der Götter ist die mittlerweile 9. tricktechnische Umsetzung mit den berühmten Galliern. Realisiert wurde der Film von Regie-Newcomer Louis Clichy, der bereits an den Animationen bei den Disney-Filmen Oben und Wall-E mitgewirkt hat. Hinzugekommen ist deshalb diesmal die 3D-Komponente. Aber auch die deutschen Synchronsprecher haben bei den Figuren etwas Neues ausprobiert. Ich fand jetzt sozusagen die Vorlage von dem Kollegen aus Frankreich für Obelix, die fand ich super. Also es gibt ja auch den Obelix von jemand anders gesprochen, wo der so mehr so ist. So. Und das fand ich auch immer gut, aber dann habe ich das Original gehört und dachte, boah, das finde ich ja schlau, dass der ist viel kindlicher und hat dieses Staunende so. Also wie der sich freut auf so ein Schwein, aber wie der dann auch plötzlich zornig wird und dann wieder so. Und dann dachte ich, ach na, wenn ich das überhaupt in die Richtung kriege, bin ich schon froh.
Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Denn den Machern ist es gelungen, ein 3D-Erlebnis auf die Leinwand zu zaubern, das sich auch vor US-Produktionen nicht zu verstecken braucht. Asterix im Land der Götter. Jetzt im Kino.